Moin, moin allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo wir Tatsache zwar keine neuen Kolonisten, aber mittlerweile neue Tierchen besitzen, wobei, ja, Blacky kann man hier doch eigentlich als neuen Kolonist verstehen. So, Black Griffin ist wie damals Blacky und Brian Matt Black ist Brian oder so, keine Ahnung. Oder Bri. Nee, so fies will ich ja nicht sein. Ja, Mr. Junior macht nochmal die Brücke sauber. Finde ich völlig in Ordnung und legitim. Sind offenbar mit ordentlich Dreck hier rübergegangen und jetzt wird nochmal ordentlich nachgewienert. Also Ordnung muss auf jeden Fall sein. Und Ordnung ist auch Tatsache. Von daher wollen wir uns mal nicht drüber beschweren. So, aber jetzt reicht es, ne? Man kann es auch übertreiben mit dem Saubermachen. Wir haben auf jeden Fall eine funktionockelnde Brücke. Wir haben Fallen an den beiden Enden. Was wollen wir eigentlich mehr? Und Lexi ist mittlerweile nicht mal mehr Haut und Knochen. Es ist nur noch Knochen. Haut und Knochen ist schon vorbei. Und tatsächlich, da sind auch unsere süßen kleinen Tierchens. Ist das nicht schön? Und wir sind so gut wie fertig mit unseren Marmorbänden. Da können wir aber noch so ein kleines bisschen geht dann noch. So, das reißen wir jetzt ab. So viel Spaß muss man sich gönnen. Da sind auch immer diese dämlichen Elefanten, die zum Glück trotzdem nicht direkt draufkommen. Mal sehen, 50 bis 51 Einheiten haben wir. Und es wird nicht so lange dauern, bis dann auch endlich, Gott sei Dank, die nächste Kartoffelernte dann kommt. Es ist jetzt nur noch sonnenentlanghangeln bis zur nächsten Ernte eigentlich. So, aber das muss reichen. So, theopraktisch können wir ja auch hier mal langsam anfangen, Dinge zu tun. Ich mag es, präzise zu werden, man merkt es. Das hier ist keine erlaubte Lagerzone. So. Zone verkleinern. Pöck. Weg damit. Na bitte, jetzt kann die Tür auch wieder zugehen und alle sind froh. Vor allem ich. So, da haben wir die Elefanten. Was haben wir hier noch so an Tierchen? Ich brauche Tierchen. Da ist eine Schildkröte. Die können wir natürlich jagen, aber Schildkröten sind irgendwie so... Ui, 176 Jahre. Ja, schnell sind Schildkröten auf jeden Fall nicht. Ach, die Fleischmenge geht ja richtig. Komm, ich jag eine Schildkröte von mir aus. Muss man auch mal machen. Da haben wir ein paar Äffchen, okay. Was ist denn hier? Eine Ratte. Was ist an so einer Ratte dran? Ganze 20 Fleisch geht ja richtig. Das war mal weniger. Und ach komm, wir jagen auch eine Kobra von mir aus. Hat 10% Chance, dass sie angreift. Andererseits auch mehr als genug Zeit, wenn ich vorbeigehe, dass die sowieso angreifen. Und von daher gehe ich dann nicht mehr selbst in die Offensive, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Das bringt mir nämlich gefühlt ein kleines bisschen mehr. Ja, und da haben wir eine skelettierte Gedöns auch noch. Ja, das Teil, das müsste eigentlich weg, aber es macht sich so dekorativ, das lassen wir einfach mal stehen. Oder liegen, oder wir lassen es halt. Einigen wir uns darauf. Und da wird die Schildkröte gejagt. Och, und da ist auch noch ein Kasuar. Und es ist sogar ein Hitler-Kasuar. Es hat nur ein Ei. So muss das. So, Schildkröte ist kaputt gehauen.
Forschung ist abgeschlossen. Yes, erste Forschung, die wir fertig haben. Lang hat's gedauert. Aber was lange währt, wird am Ende nicht unbedingt gut, aber zumindest wert ist. Automatische Türen, ja, das wollte ich schon immer haben. Wasserkraftgenerator. Das wäre auch eine Idee eigentlich, oder? Ja komm, ich mache Wassergeneratoren, das klingt doch gut. Das ist für uns ja eigentlich genau das Richtige. Da ist der Kasua. Dies ist ein sehr schnelles Tier. So, wir hauen mal kurz ab, zumindest so notdürftig. Haha, was für ein Vogel. So. Mausetot ist er und weiter geht's im Trauermarsch. Die Schildkröte, die wird gejagt. Hurra, hurra. Ach du Schande. Blackjack, Ratsvorsitzender von den... irgendwas hat uns eine Nachricht geschickt. Luciferum, nein. Ich werde mir kein Luciferium gönnen. Ist nicht, wech aus. Sonneneruption, die ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen vorbei. So, jetzt darf sich gerne mal ein bisschen Fleisch mitgenommen werden. Ist genug für alle da. Und aus dem Zeug kann man dann schöne, tolle Dinge machen. Ich bin froh, wenn die Äffchen irgendwann hoffentlich lernen, Dinge zu tragen. Wobei, nee, offenbar kann ich denen nichts beibringen in die Richtung. Wobei, muss ja hier noch gelehrt werden, ne? Oder wie? Nee, ich glaube, das kann ich gar nicht. Ach, ist das doof. Ich dachte, den könnte ich mal was Sinnvolles beibringen oder so. Aber Pustekuchen. Wozu sind diese Äffchen denn überhaupt gut? Außer, dass man sich zum Affen macht. Ah, irgendwann müssen wir doch einen Elefanten jagen. Ich sehe es schon kommen. Es kommt auf mich zu. Ach komm, eigentlich kann ich... auch das Anbaugebiet hier erweitern. Zone, Anbauzone, die erweitern wir doch mal. Und damit es hier so schön angeschlossen ist, machen wir das sogar so. Bam! Heilwurzeln ohne Ende. Aber zur Not kann man die sicherlich irgendwo hin verkaufen. Das sollte kein Problem sein. Und ich habe ja so einen Schiss, was sich hier hinter verbergen könnte. Da habe ich doch schon die dollsten Dinger gehabt, die eigentlich nicht so dolle waren. Und sagen wir es mal so, unbequeme Erfahrungen bleiben einfach unbequem. Aber wir haben hier einen ganz schönen glatten Boden. Der ist sogar fast eindrucksvoll, der Speisesaal. Wenn das mal kein Kompliment ist. Wann hatte ich denn zuletzt jemanden gehabt, der bei mir zu Hause war und sagte, Mensch, Dall, das sieht hier ja fast eindrucksvoll aus. Genau, es ist lange her. So, wir können mal wieder ein Tierchen gebrauchen, glaube ich. Wir haben hier doch extra unsere... Gammelzone für Tiere oder so. Mal kurz gucken. Ich brauche... Das war doch hier eigentlich, ne? Mahlzeiten. Laubfrisches, ja. Leichen. Tierleichen. Aber nur frisch eigentlich. Ja, und die Toten, die nicht mehr frischen, die können hier hin, glaube ich. Abfallzone. Erlaube frisches, nein, verrottendes, genau. Und da ist dir so wichtig. Haha, dann sollte es eigentlich auch klappen. Dann kommt vielleicht sogar das Teil hier raus. Ja, da bin ich gespannt. Das müssen wir mal validieren. So, auf jeden Fall wird da gerade Zeug getragen.
Und noch mehr Zeug. Ganz viel Zeug. Ich bin begeistert. So, das können wir auch gerne jagen. Ach, diese 2%. Das macht den Kohl auch nicht fett. Gibt es hier noch irgendwie was Interessantes? Jo, ne? Stahl kann man mal so langsam aber sich erlauben. Oh, und wenn wir dann die Wasserkraftwerke haben, das ist, glaube ich, dann richtig geil. Die können wir vielleicht hier hinbauen. Da ist schön gerade. Ich weiß nur nicht, wie groß die Dinger überhaupt sind. Ich hatte noch keinen davon in meine Obhut. Aber ich werde es ja sehen. Und irgendwann brauche ich dann diese dämlichen Geschütze, die so dämlich sind, dass sie eigentlich gar nicht so dämlich sind. Ach nee, abreißen muss ich. Ich muss abreißen lassen. Ah, da ist aber die Mauer hier auch ein bisschen dämlich. Muss ich ja mal sagen. So, das Ding muss nochmal weg. Das, so geht das einfach nicht. Und stattdessen kriegen wir... Ach komm, ich mach nochmal eine Granitwand. Und da kommt dann die Tür eben hin. So. So will ich das haben. Ein Wasserschwein rächt sich. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Ah, zum Glück ist das Mistviech jetzt angeschlagen. Und tot. Ja. Jetzt lassen wir es einfach mal verrecken. So ist das richtig. So, mein Äffchen kehrt auch nach einem munteren Spaziergang nach Hause. Was macht Mr. Junior denn? Geht er nochmal auf Jagd? Ja, Tatsache. Aber nur auf das bereits Verletzte. Okay. So, haben wir jetzt die Kobra überhaupt irgendwo rumliegen? Nö, noch immer nicht, glaube ich. Kobra macht sich hier offenbar ganz gut. Aber wir haben auf jeden Fall frische Tiere. Tiere, frische Tiere. Frisch frittiertes, keine Ahnung. Ja, die Kartoffeln, die werden langsam. Ebenso die Heilwurzeln. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Heilbutt. Das ist was anderes. Ja, so kommen wir doch voran. Da finden jetzt zwar ein paar Elemente, macht aber nichts, weil die Elefanten sich dankbarerweise so schön weit weg befinden. Mal sehen, ob die vielleicht am nächsten Tag sogar weg sind. Das wäre Optimum. So, wie sieht es mit unseren Holzvorräten aus? Holz haben wir vorhanden auf jeden Fall. Nee, die Bäume, die brauchen noch ein bisschen. Da gehe ich lieber mal. Tierkrankheit, Grippe. Och, Äffchen 2. Das arme Äffchen. Ich wusste gar nicht, dass die auch an der Grippe erkranken können. Das muss auch neu sein. Man merkt doch so mit der neuen Version ein paar Unterschiede. Es ist quasi ein neues Spiel. Und ich habe bisher einfach tierisch Glück gehabt mit meinen Tieren. Deswegen auch tierisches Glück. Eieieiei, da geht mir aber auch so langsam der Granit aus. Oder der Arsch auf Grundgranit oder keine Ahnung. Marmorblöcke. Wo ist denn das nächste Granit? Eine Hitzewelle mal wieder. Scheiße. Ich habe noch keine personalisierten Gedönse. Das ist Granit. Ja, das will ich auch haben. Zeig mir Granit. Mist. Houston, wir haben ein Problem. Da ich das Granit alles hier verballert und für unsere Mauer ist kein Granit mehr übrig. Es ist furchtbar.
Menno, so kommen wir nicht voran. Ich habe damit ein generelles Problem. Dann machen wir eben mit Marmor weiter. Je bunter, desto toll. Alter Verwalter. Ja, dann ist das halt so. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Dann plöppeln wir... Da will ich die reinplöppeln. Und der wird entplöppelt. Dann werden hier noch Fallen theopraktisch angebracht. Mal sehen, kann ich die auch... Ja, die kann ich sogar in den Sumpf packen. Oh, ich liebe es. So, dann... Machen wir später. Erstmal haben wir ja hier Fallen. Wir sollten eigentlich geil ausgestattet sein. Jetzt warte ich nur mal auf einen Angriff, der mehr als eine Person umfasst. Ich habe mir sagen lassen, das soll durchaus mal passieren. Die Frage ist nur, wann. So, wird jetzt die Schlange gejagt oder... Was steht auf dem Speiseplan? Da ist eine Ratte auf jeden Fall. Die kann... Och, die verdirbt schon sehr bald. Ich könnte einen Kasua jagen, aber laufe dann Gefahr, dass das Einhorn erwischt wird. Nashorn. Nashörner haben auch Einhorn. Also sind es Einhörner. Nur fett. Oh, das würde sich richtig geil auf ein T-Shirt machen. Nashörner sind auch nur fette Einhörner. Black Griffin! Ach, das ist ja wie in alten Zeiten. Nur, dass jetzt nicht meine Kolonie direkt angefackelt wird. Wobei, vielleicht sollten wir hier tatsächlich mal aufpassen. Ich glaube, wir passen lieber auf. Heimatgebiet erweitern. Machen wir mal ein bisschen hier sauber. Ja, genau. Mr. Junior kümmert sich. Uiuiui. Blackie ist aber ganz schön flott dabei. Da komme ich ja kaum hinterher mit dem Löschen. Ja, jetzt sind die zu dritt. Das passt. Blackie hat sich beruhigt. Feuer ist aus. Was wollen wir mehr? Zum Beispiel das Heimatgebiet verkleinern. Hey, so. Und zack. Schon ist alles wieder gut. Ach komm, den Zipfel nehmen wir nochmal mit. So, wie sieht es denn hier aus? Da sind offenbar jüngste Sachen geerntet worden. Wir haben 61 Essen. Wir haben eine Ratte noch im Kühlschrank. Die zwar schon lange tot ist, aber noch gerade eben in die Gefrierabteilung gebracht werden konnte. Wuseline hat wieder zu kochen. Alle sind glücklich. Es kann nicht ewig so weitergehen. 300 Holz. Holzi, Holzi, Holz. Schildkröte wurde zahm. Oh Gott. Warum besitze ich eine Schildkröte? Kann man dich fragen. Ich frage allerdings, warum nicht? Nee, machen wir doch mal so das Ganze und sagen, ach komm. Die Schildkröte geht da auch mit rein, wird dann vermutlich vom Panther zerfleischt, aber das ist egal, weil ich jetzt eh noch keine emotionale Bindung aufgebaut habe. Verrücktes Tier, Wildschwein. Ja, jetzt geht's hier richtig wild zu. Ich bin begeistert. Mal sehen, ob das Wildschwein noch irgendwo reinläuft. Offenbar nicht. Dann müssen wir schnell handeln. Und zwar indem wir so und so und Blackie, altes Haus. Du musst dahin, damit wir rechtzeitig das Schwein noch abgeballert bekommen. Ja, ich würde mal sagen, funktioniert. Jetzt, da können wir eigentlich so arbeiten. Und müssen dann nur eine neue Falle bauen und bam! Es funktioniert. Und jetzt ist ein Elefant auch noch inmitten der Fallen. Das wird spannend.
Sehr spannend sogar. Ich frage mich, ob es wild wird, wenn es eine Falle aktiviert. Das würden wir dann sehen oder auch nicht mehr sehen, je nachdem. Da ist der Panther. Der könnte gefährlich werden, je nachdem, was der anstellt. Aber auch das sehen wir ja alles. So. Da wird eine neue Falle gleich aufgebaut, vermutlich. Hoffe ich. Da wird noch ein bisschen neues Holz. Perfekt. Neue Falle steht auch. Die Kolonisten sind Gold wert. Die machen es genau richtig. So, die Frage ist, wenn ich jetzt noch ein neues Haus baue, wo soll der Kram denn hin? Aber egal, wir können derweil hole ich ein Beil. Ich könnte hier mal Böden machen. So eine schön steriles Dingsbumsfliese. Wo sind denn die sterilen? Metallfliese, Silberfliese, fließender Übergang, keine Ahnung. Bonus auf die Sauberkeit. Ich glaube, dann nehmen wir die Metallfliesen. Ja. Lassen wir unser Know-how einfließen. So, aber bevor ich noch viel, viel schlechtere Fliesenwitze erfinde, würde ich mal sagen, ziehen wir hier einfach einen Cut und schauen, was beim nächsten Mal passiert. Ich mache sogar extra Pause, weil dann kommt auch kein Cliffhanger für euch. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski.